Zitat aus einem französischen Spielfilm. Das Leben ist nichts als die endlose Probe einer Vorstellung, die niemals stattfindet. Wenn das wahr ist, dann ist auch jede Reise nichts als eine Probefahrt für die nächste Reise. Diese Probefahrt führt uns in die französischen Alpen. Es ist Ende Mai des Jahres 2016. Im Süden des Massivs Vercors beziehen wir eine Unterkunft für die nächsten Tage. Von den Erkenntnissen der Probefahrt erzählt dieser Bericht. Ist ein durch tiefe Täler begrenzter Gebirgsstock im äußersten Westen der französischen Alpen. Ich bin mit ein paar Freunden dahin unterwegs. Am Ziel erwartet uns kühles Bier, das Uli mit dem Auto mitbringt. Nicht nur die Biervorfreude, auch das nahende Unwetter motiviert uns, zügig ans Ziel zu kommen. Geschafft. Wir sind schneller als das Unwetter. Es ist Sonntagabend. Nach 2 Tagen Fahrt endlich angekommen. Wir richten uns häuslich ein und widmen uns der Fahrzeugpflege. Klappt's? Nicht wirklich. Nein, kannst du von der anderen Seite ihn unterstützen, indem du das Moped ein bisschen zu mir rüber. Aber gerne doch. Ein Hauptständer erleichtert die Sache ungemein. Nur Kardanfahrer haben es noch leichter. Hier die 3 wichtigsten Erkenntnisse zum Thema Gepäckminimierung. Drittens, wer weniger im Regen fährt, braucht weniger Kettenspray. Zweitens, Wäscheberge lassen sich einsparen mit Reisewaschmittel. Und die wichtigste Erkenntnis, 2 Paar Stiefel braucht es doch gar nicht. Die Bergstiefel eignen sich zum Mopedfahren genauso gut. Nicht aus einem Hang zu irgendwelchen Tugenden legen wir am Montag einen Schontag ein, sondern weil das Wetter noch nicht so richtig mitspielen will. Stattdessen erkunden wir zu Fuß die nähere Umgebung. Am Nachmittag schmieden wir Pläne für die Touren der nächsten Tage. Doch in Frankreich soll wegen Streiks der Sprit ausgehen, erzählt man uns. Die 3 wichtigsten Erkenntnisse zum Thema Tanken in Frankreich. Drittens. Sprit gibt's auf dem Land häufig nur an Automaten, an denen man nur mit Karte bezahlen kann. Zweitens. Meine Karten werden nicht von allen Automaten akzeptiert. Und die wichtigste Erkenntnis, die beste Kreditkarte nutzt einem nichts, wenn den Tankstellen der Sprit ausgeht. Die Nachrichten verheißen wenig Gutes. Gewerkschaften protestieren gegen eine geplante Arbeitsmarktreform und haben 8 von 10 Raffinerien blockiert.
Tankstellen geht der Sprit aus. Unser heutiges Vorhaben, eine Tour durch das Diwa-Massiv. Die Wettervorhersage verspricht uns dort Sonnenschein und angenehme Temperaturen. An der Tankstelle hatten wir gerade Glück. Unsere Tanks sind randvoll. Doch der Sprit ist bereits rationiert. Maximal 30 Liter pro Tankvorgang. Wie lange die Tankstellenvorräte wohl noch reichen? Wir werden sehen, wie weit wir in den nächsten Tagen kommen. Jetzt fahren wir erstmal der Sonne entgegen. Das Diwa-Massiv ist ein Gebirgsmassiv in den französischen Voralpen, das südlich des Vercors-Massivs gelegen ist. Die höchste Erhebung im Diwa ist mit 2051 Metern der Yoku. Sagte ich der Sonne entgegen? Ganz schön frisch, so knapp unter der Wolkendecke. Lausige 8 Grad zeigt mein Bordthermometer auf der Passhöhe vom Col de Grimon. Endlich! Weiter südlich zeigt sich der Himmel freundlich und mein Thermometer zeigt nun doppelt so hohe Werte an. Unser Plan geht auf. Hoppla! Ein Glück, dass der Reifen schnell wieder Haftung findet. Ein glatt geschmirgeltes Stück Straßenbelag hat mir hier das Hinterteil weggehebelt. Seit geraumer Zeit sind wir auf der Suche nach einer Einkehrmöglichkeit. Doch in dieser dünn besiedelten Gegend ein Café oder eine Bar zu finden, ist nicht ganz einfach. Die wenigen, die wir in der letzten größeren Ortschaft finden konnten, waren zur Nachmittagszeit alle geschlossen. Der hier ist nicht der einzige Pass, der den Namen Col de la Croix trägt. Auf Deutsch Kreuzpass. Davon gibt es hier ziemlich viele. Vermutlich deutet der Name auf eine Wegkreuzung hin. An einer niederländischen Ferienanlage für Motorradfahrer fragen wir nach einer Einkehrmöglichkeit und werden hineingebeten. During summertime they're open, but it's
Wir bekommen erklärt, dass Restaurantbetriebe hier im Sommer geschlossen werden, wenn genug Geld verdient wurde. Wahrscheinlich keine Information aus erster Hand, aber unsere Getränkewünsche wurden zu ortsüblichen Preisen erfüllt. Ende der Tour bekommen wir unsere Tanks nochmals gefüllt. Doch die Rationierung hat sich verschärft. Ob es morgen überhaupt noch Sprit gibt? Hier die drei wichtigsten Erkenntnisse zum Thema Bergausrüstung. Drittens, es ist ratsam, sich mit Kartenmaterial einzudecken. Zweitens, meine Bergstiefel sind wasserdicht. Die wichtigste Erkenntnis, Sonnenbrille immer ins Etui, doch dazu später mehr. Komplette Auffahrt auf den Col de Rousset gibt es zu sehen in der Drehmomente Folge 4 als Streckenvideo mit purem Auspuffsound. Die dicken Wolken, die gestern noch in den Felsen des Vercors-Massivs hingen, sind verschwunden. Die heutige Tour führt uns einmal rundherum durch den zerklüfteten Gebirgsstock. We'll be right back.
Um unsere Tour zu Ende zu fahren, brauchen wir Benzin. Dann der Schock. Benzin ist ausverkauft. Hoffentlich finden wir bald eine Tankstelle, die noch Reste in den Tanks hat. HPs Ducati ist kurz vorm Ende ihrer Reichweite. Nur wenige Kilometer weiter dann dieser Anblick, der uns ein beruhigendes Gefühl gibt. Es gibt also Nachschub, wenn auch nur sehr schleppend. Unsere Tanks sind wieder voll und wir können die Tour zu Ende fahren. Heute wandern wir entlang der Côte Belle, wörtlich schöne Küste, so der Name eines Berghangs über einem idyllischen Tal. Unterwegs stelle ich fest, dass meine Sonnenbrille fehlt. Eine Stunde lang suche ich vergeblich, erst allein, dann mit HPs Hilfe. Es ist seiner Aufmerksamkeit zu verdanken, dass er sie im Gras entdeckt. Die Brille ist wieder da, aber der Zeitplan für unsere Wanderung ist futsch. Wir brechen ab, sonst wäre es zu spät geworden. Schön war es trotzdem. Unsere Gruppengröße hat sich auf der Heimreise reduziert. Aus familiären Gründen wählen Petra und HP den schnellsten Weg über die Autobahn. Wir bewältigen die Rückfahrt wie geplant auf zwei Etappen und wählen die gleiche Route wie auf der Hinfahrt. In den nordöstlichen Landesteilen funktioniert auch die Spritversorgung wieder problemlos. Wir müssen uns keine Sorgen machen, nicht nach Hause zu kommen. Die drei wichtigsten Erkenntnisse zum Thema Reisewetter. Drittens, Wetter ist Glückssache. Zweitens, es kommt, wie es kommt. Die wichtigste Erkenntnis dabei, ein Blick aufs Regenradar ist nie verkehrt. Durch eine alternative Route über die Vogesen umfahren wir dicke Gewitterwolken über dem Schwarzwald und bleiben so trocken. Die allerwichtigste Erkenntnis überhaupt, die schwäbische Butterbrezel schmeckt immer noch am besten.